Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi. Ja, hallo. Und hier habe ich jetzt die Big Tin von der Magitex normalen Serie 2018, 2019. Ja, die habe ich leider noch nicht ausgepackt. Und ja, heute wollte ich es mal machen. Jo. Dann würde ich mal sagen, wir gucken uns jetzt erstmal das Intro an und sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, ja. Eine schöne Tin hier. Ich sehe hier schon Alaba. Dann haben wir hier Bender. Dann haben wir hier, glaube ich, Ginder. Ne, Ginder ist das nicht. Wer ist das nochmal? Ja, egal. Hier geht es ja eigentlich nur um die Box hier. Die ist noch original verschweißt. Hier sehen wir die ganzen Club-Logos. Hier ist das Magitex-Logo abgebildet. Dann haben wir hier nochmal Club-Logos. Hier nochmal das Logo von Magitex. Hier unten seht ihr dann erst und zweite Bundesliga-Logo. Dann hier ist 60 Karten plus zwei limitierten Karten. Das gleiche steht hier auch nochmal drauf für 14,99. Ja, dann würde ich mal sagen, wir machen das Timer hier auf. Ja, ich bin mit allem ein bisschen spät dran irgendwie. Gut, das war glaube ich noch mit dem Umzug an alles. Ich hatte auch keine Lust gehabt, auf Videos zu machen. Jetzt habe ich wieder richtig Bock. Ihr merkt es ja auf meinem Kanal, es kommt fast jeden Tag was. Streams kommen wieder. Ja, mir macht es wieder richtig Lust, für euch Videos zu machen. So, die ist richtig nice, aber irgendwie gestanzt ist sie nicht. Ich denke mal, wir machen mal hier auf und schauen mal hinein. Hier sehen wir schon die erste Limi. Dann holen wir das Päckchen mal hier raus. Oh, sind einige Karten hier. Dann ist hier die zweite Limit drin. So, dann ist hier nichts mehr drin, außer hier für die Karten das rein. Das kann man rausnehmen. Und man kann dann hier seine Karten reinmachen und mitnehmen zum Beispiel. So. Kommt in meine Tin-Sammlung. Falls ihr mal meine ganzen Tins sehen wollt, könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben. So arg viele sind es noch nicht. Also es sind schon viele, aber viele doppelt. Ich leg die mal hier oder hier oben in die Ecke. Machen wir hier hin. So. So. So, hier, das wäre die erste Limi, wo unten gelegen hat. Das ist die L11 und zwar Kevin Vogt von Hoffenheim. Und hier ist dann die zweite Limi drin. Warum man nicht beide hier rein macht, verstehe ich auch nicht, aber egal. Hauptsache sind beide drin. Nicht wie bei Julian, der hat eine Tin gehabt mit einer Limi, obwohl zwei drin sein müssten. Ja, so ist es. So, ich zeige euch mal die Limi. So, das hier ist dann die Limi 10. Und zwar Kaan Ayhan von Fortuna Düsseldorf. Ja. So, ich guck mal, ob hier viel verdreht ist. So rum. Hier ist auch nochmal hinten dran verdreht, sehe ich gerade. Noch einmal richtig drehen. Zack, 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 zack und zack. So, dann fangen wir mal an. Hier haben wir Marvin Plattenhardt von der Hertha. Dann haben wir hier Jovic von Frankfurt. Dann haben wir hier Florian Neuhaus von Gladbach. Hier haben wir dann Willi Orban von Leipzig. Hier haben wir dann Carlos Salcedo von Frankfurt. Dann haben wir hier Elvedi von Gladbach. Dann haben wir hier Salif Sané von Schalke. Hier haben wir Wendell von Leverkusen, hier haben wir Griffo von Hoffenheim. Dann haben wir hier
Akanji von Dortmund. Hier haben wir dann Mascarell von Schalke. Hier haben wir dann Mats Hummels von den Bayern. Hier haben wir dann Ishak von Nürnberg. Dann haben wir hier Camacho von Wolfsburg. Hier haben wir dann Tiffert von Erzgebirge Aue. Hier haben wir dann Perwan von Wolfsburg. Dann haben wir hier. Ja, ich muss so gucken. Das, manchmal kann ich die Namen nicht lesen, wenn ich hier auf das Display gucke. Hier haben wir dann Maloka von Greuther Fürth, genau. Hier haben wir Maxim von Mainz. Dann haben wir Oscholek von Hannover 96. Hier haben wir Stenzel von Freiburg. Dann haben wir Möwald von Werder Bremen. Dann haben wir hier Danso von Augsburg. Dann haben wir Rashica von Werder Bremen. Oh, jetzt doch einer verdreht. Hier haben wir Gulaschi oder Gulaski von Leipzig. Hier haben wir Darida von der Hertha. Dann haben wir Aller von Frankfurt. Hier haben wir dann Traoré von Gladbach. Als nächstes haben wir Askiba von Stuttgart. Dann haben wir als nächstes Pascal Köpke von der Hertha. Hier haben wir Chandler von Frankfurt. Hier haben wir Ragunis von Leverkusen. Hier haben wir Kramaric von Hoffenheim. Oh, hier haben wir Kimmich. Kimmich von den Bayern. Kimmich extra. Hier haben wir Bandalab von Schalke. Hier haben wir Bernett von Hoffenheim. Hier haben wir Maximilian Philipp von Dortmund. Nächste ist Paulinho von Leverkusen. Dann haben wir hier Lucilla von Bochum. Dann haben wir hier Mühl von Nürnberg. Holtby von Hamburg. Hier haben wir Oliver Fink von Düsseldorf. Hier haben wir Fabian Holland von Darmstadt. Dann haben wir hier Memedi von Wolfsburg. Hier haben wir Nauber von den Zebras hier von Duisburg. Hier haben wir Kayubi von Augsburg, die ja gestern oder vorgestern war das 6-0 oder 6-1 gegen Stuttgart? Ich glaube ja. Hier haben wir Bobby Wood von Hannover 96. Hier haben wir Mike Franz von Freiburg. Dann haben wir Moisander von Werder Bremen. Dann haben wir Donati von Mainz. Hier haben wir Schwegler von Hannover 96. Dann haben wir Schwolo von Freiburg. Hier haben wir da von Stuttgart das Club-Logo. So, hier haben wir dann Starspieler John Anthony Brooks von Werder Bremen. Ja, alles klar. Von Wolfsburg. Dann haben wir das Club-Logo von Augsburg. Oh, hier haben wir den ehemaligen Bayern-Spieler Cotendo. Aber spielen gesehen habe ich den noch nie irgendwie. Also bei Fortuna Düsseldorf. Habe ich irgendwas verpasst, aber egal. Dann haben wir hier das Club-Logo von Hoffenheim. Hatte ich das nicht schon mal? Nee, oder? Nee. Ist aber auch wurscht. Hier haben wir Raphael von Gladbach als Starspieler. Hier haben wir Kramaric als Hattrick-Held von Hoffenheim. Dann haben wir Matchwinner Öztunali von Mainz. Und die letzte Karte ist hier eine Club 100 von Philipp Max. Club 100. Jo. Also die Kimmich-Karte. Ja, die wäre nochmals irgendwie hier gewesen. Zack. So, ein riesen Stapel hier. Den muss ich natürlich wieder sortieren. Ich
habe hier noch so einen Stapel. Hier sind noch die zwei Limmis und hier sind noch natürlich die Tin. So. Ich denke mal, euch hat es bestimmt gefallen. Falls ihr euch das Video gefallen hat, gebt natürlich einen schönen Daumen nach oben. Und falls du noch kein Abonnent bist und dir mein Kanal gefällt, dann kannst du ihn kostenlos abonnieren. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal und ciao.